Auf Deutsch. Die Videos. Ja. Die Videos. Naja. Der Martin. Immer wieder. Mich fragen auch immer wieder Leute aus einem engeren Bekanntenkreis, warum das nicht auf Englisch ist. Warum das nicht auf Deutsch ist. Geht da auch so, oder? Ja, furchtbar. Nein, nicht furchtbar, ich verstehe es ja teilweise. Aber die verstehen das halt nicht, auf was wir aus sind. Wir haben ja einen YouTube-Kanal und keine Facebook-Gruppe. Und der YouTube-Kanal ist auf Englisch. Über dieses Nischen-Kapitel. Ja, sicher, aber wie willst du das erklären? Also ein Freund von mir zum Beispiel sagt, ja, aber das ist viel leibender, wenn es auf Deutsch ist, da versteht man es besser. Aber ich habe das Gefühl, die denken manchmal nur an sich. Ja, das kann man so sagen. Ja. Dass sie es verstehen. Aber das ist so, wie wenn du auf Urlaub fährst mit einer Gruppe von Leuten und du sitzt dann irgendwo und redest auf Deutsch und keiner versteht dich. Genau. Es ist fast asozial, oder? Es war halt asozial, wenn man das auf Deutsch machen. Wenn man jetzt sagt, Social Media ist quasi World Wide Web, man soll kommunizieren mit der Welt, Tom. Aber du bist ja viel mehr betroffen, du kriegst ja oft so Nachrichten, oder? Permanent im Messenger. Wirklich? Was zum Beispiel? Was sind die Argumente? Weiß ich nicht. Sie können dann das verstehen als besser. Ich glaube gar nicht, dass sie es besser verstehen, weil immer wir reden von Backups und wir reden von Pedals und wir reden von Distortion und von Amps und von Marshall. Marshall ist also, die fühlen sich nur irgendwie auf den Schlips treten, kommt mir vor. Wieso redet er? Die kennen uns ja. Naja, sie gerade kritisieren auch die Qualität von unserem Englisch. Aber ich meine, die Qualität von unserem Deutsch im Sinne eines Preußen. Was würde der sagen? McDonald's. Nein, aber ich kann mich erinnern, wir haben ein Kollege aus Deutschland da war, jetzt fange ich auch schon an, der hat uns ja nicht ganz verstanden, oder? Der Endbauer der aus Deutschland. Ja, genau. Naja, es passiert immer wieder. Also Deutsch ist jetzt auch nicht so super. Aber die Kritik ist natürlich schon, dass Englisch könnte besser sein. Wird er. Ich habe schon gehört, dass man Fortschritte. Hat er schon wer gesagt? Ja. Natürlich, wir müssen es ja üben. Wir reden nicht so oft Englisch. Na, miteinander reden wir nicht. Nein, wir reden miteinander natürlich nicht. Weil ab und zu arbeitet man mit Kollegen, aber gesalten, die sind halt Engländer oder Amerikaner. Das war's dann. Also müssen wir es learning by doing machen. Aber du redest ja auch mit Leuten Englisch, die Engländer sind. Ja, und die finden das schon, die sehen eine gewisse Wertschätzung aber mal in ihrer Sprache mit ihnen redet. Also die Amerikaner, mit denen ich mein bescheidenen Englisch geredet habe, waren immer sehr froh, dass ich geredet habe. Ich habe gesagt, hey, es tut mir leid, ich kann nicht so gut Englisch. Nein, super. It's great, mein awesome Englisch. Und ich nehme mir an, besser als sie Deutsch. Ne? Und ich meine, das ist meine persönliche Erfahrung mit YouTube-Kanal schauen, ist dort, ab dem Moment, wo ich nicht verstehe, die Sprache, was ist Spanier oder Franzosen oder wo immer, Japaner, schalte ich weiter. Stimmt, also ich bin ja, ich glaube, es ist eh ganz klar, wenn man es einmal sieht, dass man sich denkt, es geht einfach in die Welt hinaus, dann ist klar, dass Englisch ist. Ja. Meinst du? Von unseren Abonnenten und ich sehe in den Statistiken, dass der große Amerikaner anderssprechende oder englischsprechende Nationen. Ja. Außerdem ist es halt leider so, dass die Musik oder das, was wir da innerhalb der Musik machen, schon stark aus dem Sprachraum auch kommt. Und war halt blöd, wenn man das irgendwie ausklammert, dadurch, dass man halt vielleicht wienerisch.
Wir werden uns schon, wenn wir schon mal besprochen, könnten uns natürlich überlegen, ein zweites Gleis fahren. Mhm. Durchaus möglich und wahrscheinlich auch informativ. Vielleicht ein bisschen mehr Stories, Geschichten. Okay, aber das ist echt da. Ja, aber so Stories und Geschichten drucken kann man ja mit den Fans auch dann im kleinen Raum noch Geeks oder wo immer, wo man die Leute trifft. Oder wie gesagt, man kann es vielleicht wirklich einmal machen, aber das der Hauptkanal wird natürlich Englisch bleiben und müssen sich die Leute damit das halt abfinden, in unserem brüchigen Englisch. Ja, ich denke, man kann es positiv sehen. Also, ich bin froh, dass ich das in Englisch machen kann, weil ich dadurch mein Englisch verbessern kann. Ja, also. Sagen auch wirklich sehr viele Leute, dass es schwer okay ist, muss man auch sagen. Ja. Wir bieten uns da jetzt ein paar, die halt, ja, die müssen nicht irgendwas Negatives schreiben, außer der Großteil. Das ist halt ganz negativ gemacht. Ja. Naja, ich glaube, es ist vielleicht schon so, dass macht derjenige, der sich darüber aufregt, sich direkt betroffen fühlt, weil er gewohnt ist, dass er mit uns, ist ein persönlicher Kontakt. Aber das ist ein bisschen bescheiden. Es ist ein bisschen klein, gedacht. Ja, stimmt, du hast völlig recht. Es gibt Leute, die haben emotional den Eindruck, was, wieso redet er mit mir Englisch? Natürlich würde ich mit dem nicht Englisch oder mit der nicht Englisch reden, wenn ich es persönlich triff. Ist aber nicht der Fall. Aber trotzdem ist es natürlich super, wenn jemand sich das anschaut, überhaupt einmal super, dass es jemand anschaut. Und wenn der oder diejenige wirklich glaubt, das ist an sie adressiert, das finde ich schon super. Wenn man in die Kamera reinschaut und die Person, die das jetzt schaut, zum Beispiel sie denkt, der redet mit mir, du gibst ihnen das Gefühl. Ist ja so, und abgesehen davon, es geht ja doch um die Musik und ich glaube, das bringt man ganz gut um. Ne? Also da gibt es ja eben nicht dieses. Ja. Das sind ja schon. Wir bedanken uns sowieso für jeden, der zuschaut. Und der Leiberl kauft. Und Leiberl, ja. So das Leiberl, ich hab's wieder zu den anderen Leiberln, die da draußen noch in der Konfektion sind. In der Lager. Ja, ich wollte noch irgendwas anbringen, jetzt habe ich es vergessen. Hübsch. Ja, also ich habe letztens einen User gesehen, der hat das Leiberl angehabt. Ich habe den Herrn nicht gekannt, das war ein Gitarrist. Sänger. Auch der ist ein Bebo Rocks. Möglich. Ja. Schöne Grüße, danke für den Kauf dieses T-Shirts. Die gibt es beim Helmut zu erwerben. Kann man mit PayPal oder wie immer zahlen. Ist unkompliziert. Es ist teilweise auf Englisch. YouTube ist ja auch Englisch und Bieber ist das einzig Deutsche, was ich da jetzt sehe. Rocks. Ja. Rocks. Genau. Rocks. Rocks kannst du nicht übersetzen. Schau, und was ist da jetzt das vorgedicht, Tom? Was ist da jetzt auf dem Logo zu sehen? Eine Welle am Kopf. Mhm. Oder sehe ich noch, oder sehe ich da zu viel? Das sind zwei Köpfe, oder? Wo? Na, da unten, ich kann jetzt, ich habe keine Hand mehr frei. Das wäre Aztekenmaske. Ja. Ah, ja. Eingrippe, ja. Klar, cool. Okay, aber das Label, das gibt es bei Bieber Rocks zu erwerben. Und dann gibt es auch demnächst was? Im Merch? Was gibt's da? USB-Sticks, sehr schöne. Da werden wir dann auch ein bisschen was inhaltlich drauf morphen. Sehr gut. Was ist eigentlich mit unserem Album jetzt? Jetzt können wir es einmal, oder sparen wir das Thema mal aus? Das ist auch cool, schau. Da auch was zum Bleiben dazu. Ja, wir haben viel vor. Vielleicht sollte man mal das Ganze, was, wie das, das wie nennt man das, Making-of von dem Ganzen mal präsentieren. Mal Making-of. Ne? Oder halt ein Background, weißt, dass man sieht, wie wir da so halt unser da ist Zeug so wahnsinnig viel Zeug. Gear. Hast Gear eigentlich Zeug? Ja. Genau, siehst du? Denke schon. So ist das Gleiche. Da steht so viel herum. Ausrüstung. Wahnsinn. Da stehen Amps herum, da war die froh, wenn ich einen davon hätte und der steht bei dir irgendwo im Eck. Das ist ungerecht, die Welt, gell? Empoholik. Was mache ich jetzt mit dem? Was gibt's noch? Es gibt aber noch die Skulls. Ja? Skull heißt was? Totenschädel. Totenschädel. Und dann gibt's auch noch die USB-Sticks. Kaschleder. Kaschleder ist super. Der hat das war modifiziert, das Crybaby. Und das klingt jetzt echt scharf, kann man sagen. Also
Demnächst awesome. Kommen eh noch vielleicht zwei, glaube ich, verschiedene Variationen, die er im Angebot hat. Und das werden wir dann doch auch ins Volk bringen, weil die sind sehr gut. Der Bassdrive, würde mich interessieren. Bitte? Der Bassdrive. Gibt's auch, Bassdrive. Bassdrive, ja. Kann man sich auch mal anschauen. Gut, so ein richtig verzierter Bass, ich weiß nicht. Aber er macht die, war was? Ohne dass wir jetzt anfangen zum Nerden, weil das war jetzt nicht das Thema, aber dass man die Wawas, die er da macht, die macht er nach den Vorbildern, nach den Vox und Crybabies. Und ja, ich glaube, da kann man sich an einem wenden und sagen, hey, du möchtest so ein bisschen mehr als Stevie Ray oder Stevie Hendrix oder was auch immer. Kann man durchaus mit ihrem vorab Wünsche äußern. Na, das ist super, gut, dass man kooperiert. Und das ist eigentlich auch dadurch möglich, dass man eben auf Englisch mit ihm sprechen kann. Genau, weil unser Ungarisch ist noch viel schlechter als unser Englisch. Genau. Wir könnten aber, jetzt haben wir bald unser einjähriges Jubiläum. Ah, wirklich? Am 10. Mai. Zeit vergeht. Da können wir was verlosen. Was verlosen? Na, ja, müssen wir schauen. Vielleicht können wir uns in Verbindung setzen mit dem einen oder anderen Herrn. Ja. Aus der Branche? Ja, machen wir das. Okay, wir müssen weiter tun. Ja, hat uns sehr gefreut. Ja, ich wir haben das jetzt ein bisschen erklären können, warum wir so international kleines Land agieren. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.